da man die Bausteine zusammenlegen musste, um die Hauptperson, ein kleines weißes Monster, zu bewegen. Es gibt oben einen Spiegel vor der Kamera, der den Kamerastrahl nach unten reflektiert. Und dann scannt der Spiegel das am Tablet und dann musst du auf Tablet drücken, dass Tablet das sehen kann. Und mit den Pfeilen kannst du zum Beispiel 3 Schritte gehen. Es ist halt eine andere Art zu spielen, nicht auf den Bildschirm zu tippen, sondern was App irgendwo hinzulegen. Nicht nur Kinder, auch unsere Jury zeigte sich fasziniert vom Osmo Coding Starter Kit, das digitale und physikalische Elemente verbindet. Das Spielset lädt zum gemeinsamen Experimentieren und Programmieren ein. Die ansprechende Gestaltung und die hochwertig produzierte Haptik sprechen dabei für sich. Neben Coding Obby stehen noch Coding Jam und Coding Duo für Fortgeschrittene zur Verfügung, was ein langanhaltendes, lehrreiches Spielvergnügen garantiert.